Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ja, ihr seht richtig, die Haare sind ab. Ich dachte mir, so kurz vor Weihnachten wird es doch nochmal Zeit für einen Friseurbesuch. Ich war, glaube ich, nicht mehr seit der Schwangerschaft und Mala ist jetzt 18 Monate. Also könnt ihr euch vorstellen, wie viel da auf dem Boden gelegen hat. Der eine oder andere hat es vielleicht bei Instagram gesehen in meiner Story. Ja, aber ich dachte, so für Weihnachten kann man sich doch noch mal einmal schick machen. Die werden jetzt die Woche noch getönt, weil ich doch das ein oder andere graue Haar mittlerweile habe. Ja. Aber kommen wir zu dem Thema des Videos und nicht zu meiner Beauty-Routine. Schauen wir mal, was meine schlaue Liste sagt. Ja, Buch Nummer 1 wäre wie folgt. Krone aus Asche von Mara Wolf und Spoiler-Alarm. Die gute Frau werdet ihr nochmal auf dieser Liste finden. Das hat aber einen anderen Grund, den ich euch dann verrate. Ja, Krone aus Asche ist der dritte Band der Atlantis-Chroniken. Ich habe Band 1 und Band 2 dieses Jahr zusammen in einer Leserunde gelesen, also in einer privaten Leserunde mit meinen Saarland-Mädels. Und ja, wie ihr wisst, ich liebe Mythologie, sei es jetzt die römische, sei es jetzt die griechische, sei es jetzt die nordische. Ich bin davon immer super, super begeistert. Kleine Anmerkung, also ich liebe die Bücher von Mara, aber gerade bei den Atlantis-Chroniken wirst du so von Götternamen erschlagen, dass du teilweise immer erstmal überlegen musst, wer war das jetzt nochmal? Ich meine, ich kenne mich ein bisschen mit der ägyptischen Mythologie aus, aber wenn dann auf einmal noch Thor und Zeus und hast du nicht gesehen, auftauchen und sich die ganzen Mythologien irgendwie verbinden, ist es schon ein bisschen kompliziert. Aber ja, die Reihe lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Ich habe, glaube ich, auch bei beiden 5 von 5 Sternen gegeben. Dann kommen wir zu einem Buch, auf das ich schon seit Monaten hinfiebere. Band 1 habe ich zusammen mit meiner Brotschwester Nella gelesen. Und Brotschwester entstand nämlich auch beim Buddy Read zu diesem Buch. Es hat knapp 900 Seiten und die ersten 100 bis 150 saßen Nella und ich so da. Hä? Ich rede von Grease and City. Sarah J. Maas hat es mal wieder geschafft, ein riesengroßes Universum zu schaffen. Das war ein gutes Deutsch. Ja, das einen absolut in seinen Bann zieht und ich kenne fast niemanden, der das Buch noch nicht gelesen hat. Und oder es zu Hause zumindest schon mal stehen hat. Weil Sarah J. Maas einfach die Queen ist. Können wir nicht anders sagen. Und die gute Frau werdet ihr auch nochmal hier auf der Liste finden. Also es ist sehr frauenlastig, aber das finde ich gut. Frauen an die Macht. Ja. Grease and City 2 kommt dieses Jahr raus. Ist eine Neuerscheinung, deshalb kann ich es euch auch noch nicht in die Kamera halten. Genau wie das erste Buch von Mara kommt auch erst, also das Buch, das ich euch zuvor gezeigt habe von Mara, kommt auch erst dieses Jahr raus im März. Und ich glaube, Grease and City 2 kommt im Juni. Auf jeden Fall ja, werden Nella und ich das zusammen lesen und das Brotschwestern-Dasein geht vorbei. Brotschwester übrigens im Zeichen von wir sind so doof wie ein Brot. Das war ein Insider-Gag. Wir lachen bis heute noch drüber. Dann, sagt mein schlaues Buch, möchte ich Boston Bells lesen. Da habe ich zusammen mit Kati den ersten Band gelesen, der hieß Hunter. Boston Bells Hunter. Genau. Und den fand ich auch richtig cool mit Sailor und Hunter. Ich muss gerade überlegen, habe es ja gerade noch gesagt. Sailor ist ja so ein bisschen mein Merida-Verschnitt. Und ich fand es einfach mega, wie die den Hunter in ihrer Fuchtel hatte oder unter ihrem Pantoffel stehen hatte und hat mal so richtig eine Powerfrau von der Kette gelassen. Ja, bin jetzt mal gespannt. Villains schreibt, glaube ich, die Geschichte von Hunters Bruder. Und dann gibt es noch einen dritten Band, der auch dieses Jahr noch, also 2022 noch rauskommt. Aber da weiß ich gerade nicht, wie er heißt. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass noch ein vierter Band geplant ist. Aber nagelt mich nicht fest. Ich habe jetzt erstmal Villains auf meine Liste gesetzt, weil das schon erschienen ist. Ich habe es lediglich nur noch nicht gekauft. Buch Nummer 4 ist A History of Us 3. Diesem Buch fiebere ich schon entgegen, seit ich Band 2 beendet habe.
Wer die Reihe nicht kennt, absolute Herzempfehlung. Lest diese Reihe, sie ist einfach nur wunderschön. Wenn ihr Fans von Cosplay, von Mittelaltermärkten und diese Richtung seid und natürlich auch Liebesgeschichten, dann lest diese Reihe, weil, ja, ich habe, glaube 50 Seiten vom ersten Band gelesen und wusste schon direkt, diese Reihe wird ein All-Time-Favorite. Das Buch ist natürlich auch im KISS Verlag erschienen. Lieblingsverlag. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Und das nächste, das auf meiner Liste steht, ist nämlich auch ein KISS-Buch. Anscheinend habe ich mir da gerade die Programmvorschau für Frühjahr 22 angeguckt, als ich die Liste geschrieben habe, eventuell. Und ich spreche nämlich von Nebelschimmer. Wer mich schon ein paar Tage länger verfolgt, weiß, dass ich Regenglanz absolut geliebt habe. Da habe ich euch in der Story, ich glaube, gefühlt 5 Minuten zugeschwärmt, wie toll ich dieses Buch fand, weil es einfach mal ein paar andere Thematiken hatte als die üblichen New Adult Bücher. Und weil es einfach einen unfassbar schönen Buchschnitt hat. Sind wir mal ehrlich, Buchschnitt ist toll, Cover ist toll, Geschichte ist toll. Kaufen. Fortsetzung lesen. Als nächstes habe ich auf meiner Liste ein Buch. Das ist der 3. Band der Reihe. Es gibt aktuell 5. 4 gehören zur Hauptreihe und 1 ist so ein... Ja, schön. Der Hund liegt hier und stirbt kurz vor sich hin. Ja, schön. Nein, es ist der 3. Band einer 5-teiligen Reihe. 4 sind die Hauptreihe und 1 ist so ein kleiner Ausreißer über einen Protagonisten aus der vorigen Reihe. Ich spreche nämlich von Isara. Das möchte ich zusammen mit 2 meiner Saarland-Mädels lesen, weil wir da auch schon Band 1 und Band 2 zusammen gelesen haben und es einfach eine super schöne Young Adult Fantasy Romantasy Reihe ist. Sag's mal so. Dann kommen wir wieder zurück zum New Adult Genre und zwar zu Brittany C. Cherry durch die kälteste Nacht. Hab ich auch noch nicht hier. Ich muss gerade überlegen. Nein, hab's auch noch nicht hier. Werd's mir aber zeitnah holen, weil ich dazu auch eventuell einen Buddy-Read machen möchte, beziehungsweise es dann vielleicht sogar schon im Januar lesen möchte. Wer Brittany C. Cherry Bücher kennt, weiß, die gehen ans Herz und ja, das ist in der düsteren Zeit irgendwie schon manchmal so ein Muss für mich, dass ich auch mal traurig bin beim Lesen. Macht das Sinn? Ja, aber im Sommer lese ich so traurige Geschichten tatsächlich nicht so gerne, als wenn es draußen eh schon düster ist und dann meine Stimmung quasi dazu passt. Dann switchen wir wieder in die Fantasy-Schiene mit Kasadim. Wenn jemand weiß, wie es genau ausgesprochen wird, sagt's mir bitte, falls Julia Dippel zuguckt, die auch Isara übrigens geschrieben hat. Gerne mal in den Kommentaren beantworten, wie man das ausspricht. Ja, auf jeden Fall begleitet mich die Reihe schon das ganze Jahr bei Bookstagram und alle schwärmen sie davon und jetzt habe ich gesagt, so, 22 ist mein Jahr, 22 werde ich es lesen. Dann kommen wir zu einem Buch aus dem Carlsen Verlag, das mir die liebe Nenia empfohlen hat und zwar spreche ich von The Run. Ich habe absolut keine Ahnung, was es geht, ehrlich, aber wenn Nenia es mir empfiehlt, dann kann es auch nur gut sein, weil wir eigentlich zu 95% den gleichen Geschmack haben und ich ihr da einfach mal vertraue. Dann kommen wir zu einem Buch, das ich euch schon auf meiner Weihnachtswunschliste vorgestellt habe und zwar Die Einsame im Meer von der Disney-Villains-Reihe, auch vom Carlsen Verlag. Ja, über Ursula muss ich jetzt nicht so viel sagen. Es ist einfach die Geschichte, wie Ursula zu der bösen Meerhexe wurde. Dann kommen wir endlich zu einem Buch, das ich tatsächlich schon zu Hause habe. Und das habe ich euch auch in meinem letzten Video schon gezeigt. Und zwar Fighting Hard for Me. Fighting Hard for Me. Der 3. Band der... Ich weiß gar nicht, wie die Reihe heißt. Ich habe keine Ahnung, wie die Reihe heißt. Aber es ist auf jeden Fall der 3. und finale Band. Und beschreibt die Geschichte von Sophie und Cole. Und ich freue mich schon sehr und ich hoffe, dass das im Januar auch direkt schon klappt, damit ich es lesen kann. Dann kommen wir zu einer Reihe, wo mich wahrscheinlich jetzt jeder steinigen wird, warum ich die noch nicht gelesen habe. Und zwar Throne of Glass. Das ist jetzt der 1. Band und ich glaube, es gibt 7. Ich habe 1 und 5, glaube ich. Den 5. habe ich aber auch nur, weil er bei uns in der Buchhandlung für 4,99 € im Sonderangebot auf einmal da gelegen hat.
Da war gar nichts dran. Da war kein Stempel drauf, da war kein Kratzer hinten auf dem Rücken. Ich kann euch nicht sagen, warum er auf 4,99 € reduziert war. Ich habe ihn auf jeden Fall gekauft, weil ich wusste, dass ich die Reihe lesen möchte. Und das werde ich tun, zusammen mit der Nella und der Tatjana. Weil ich denke, dass so eine Reihe mit mehr als einer Person gelesen werden muss. Weil man einfach ja, darüber reden muss. Dann kommen wir zu einem Buch, das ich zwar hier habe, aber es im Schrank vergessen habe. Und jetzt zu faul bin aufzustehen. Aber ich blende es euch hier einfach mal ein. Das ist Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte, von dem die liebe Ivy so geschwärmt hat. Ja, der Titel verrät eigentlich schon zu 100%, um was es geht. Ich bin total gespannt, ob er mir auch so gut gefallen wird wie ihr. Dann kommen wir zu einem Buch, das ich auch hier in Saarbrücken gekauft habe, mit der Nenia zusammen und das wir auch zusammen lesen wollen. Und zwar Grave. Ja, mit Erstauflage rotem Buchschnitt. Eigentlich wollte ich mir das Buch gar nicht kaufen, aber dann sagte Laura, ja, lass uns das doch zusammenlesen. Ah, ich weiß nicht, vielleicht höre ich mir jetzt nur bei BookBeat an. Ja, und dann sagte sie auf einmal, es gibt nur noch 2 mit rotem Farbschnitt. Das ist Schicksal. Ja, und dann haben wir beide Crave gekauft. So war das. Deshalb steht es jetzt hier im Regal und wird hoffentlich bald gelesen. Dann habe ich ein Buch auf die Liste gesetzt, dass ich gewonnen habe bei einem Bookstagram-Gewinnspiel von der lieben Laura, von Lauras Lesestunde. Und ich spreche von Dirty Headlines von LJ Sheen. Ich habe jetzt gelernt, sie heißt Sheen, nicht Chen, wie ich immer gesagt habe. Ja, ist so eine Office-Boss-Angestellten-Love-Story. Wahrscheinlich ist der Boss auch ein Arschloch, wie das bei LJ Sheen gerne mal genutzt wird. Ja, freue ich mich schon sehr drauf. Dann hat es ein weiteres Self-Publishing-Buch auf meiner Liste geschafft. Und das hoffe ich natürlich auch mit der lieben Nella lesen zu dürfen, falls sie es sich jetzt doch noch kauft. Ja, Jeder deiner Atemzüge von Alexandra Fischer habe ich mir vor 2 Monaten bestellt, weil ich auf der Seite von BOD gesehen habe, dass es das gibt. Habe es mir durchgelesen, hat mir direkt zugesagt. Es geht um, ja, eine sommerliche Geschichte auf Maui oder irgendwie. Was ist Maui? Kauai. Also sowas wie Maui. Irgendwo in den Tropen. Oh Gott, Erdkunde. Erdkunde war noch nie mein Story. Ja. Könnt mal googeln, wo Kauai liegt. Dort spielt es auf jeden Fall. Dann kommen wir zu einem Buch, das ich auch schon hier habe. Aber nicht hier. Hier. Sondern drüben hier und die Kleine schläft, da kann ich jetzt leider nicht rein, aber ich spreche von Goldene Flammen. Ich fange endlich mit dem Krischer-Universum an, auch wenn einige meiner Mädels gesagt haben, ich soll direkt mit den Krähen anfangen. Nein, ich fange mit Krischer an und bin mal gespannt, ob es mir gefallen wird oder nicht. Ich habe nämlich die Serie auch noch nicht gesehen und möchte das dann danach auf jeden Fall nachholen. Dann habe ich ein Buch auf die Liste gesetzt, von dem ich euch auch schon ein paar Mal erzählt habe, dass ich es habe und lesen will. Ein Fluch so ewig und kalt von Bridget Camara. Ja, eine Fantasy-Trilogie, die nicht gerade dünn ist. Ich habe bisher auch nur den ersten Band hier, aber wenn er mir gefällt, dann werden die anderen beiden natürlich auch noch hier einziehen. Dann kommen wir zu einem Buch, das ich euch letztens im Rebuy-Haul gezeigt habe. Ich habe es diesmal richtig ausgesprochen. Ja, Faye. Das kam ja total verdreckt hier an. Hier, das habe ich leider nicht mehr sauber gekriegt. Aber hinten drauf wurde alles sauber mit einem Feuchttuch. Feuchttücher sind die Allzweckwaffe einer Mutter. Ja. Ich gehe mal davon aus, es geht um Fae und es geht um Elfen und Polarlichter. Das hat mir der Klappentext verraten und es klingt auf jeden Fall sehr interessant. Und ich freue mich auch schon sehr drauf. Das sage ich aber irgendwie bei jedem Buch. Ja. Reden wir mal Ende 2022 nochmal drüber. Dann kommen wir zu dem zweiten Mara Wolf Buch, das ich euch eben schon angeteasert habe. Und zwar 1000-mal schon. Das habe ich letztes Jahr zu Weihnachten von Tatjana geschenkt bekommen, weil sie ja, glaube ich, der größte Mara Wolf Fan aller Zeiten ist. Ja, auch mit einem wunderschönen Buchschnitt. Da merkst du einfach die Self-Publisher. Die können sich austoben und können machen, was sie wollen. Haben keinen Verlag dahinter und können ihre Bücher gestalten, wie sie gerne möchten. Und Mara hat immer wunderschön gestaltete Bücher. Ja, es geht da irgendwie auch um 1000 Leben, die man lebt und klingt auf jeden Fall sehr interessant. Dann kommen wir zum vorletzten Buch, auch aus dem KISS Verlag, The Secret Book Club. Das Buch habe ich tatsächlich gekauft. Ich weiß nicht, ob es hier drauf steht.
Nein. Aber es war zum Release-Tag und dann habe ich es vergessen zu lesen. Das ist das einzige KISS-Buch, das schon länger draußen ist und das ich habe, das ich noch nicht gelesen habe. Also diese Reihe habe ich noch nicht gelesen. Ja, aber ich werde es ganz dringend nachholen. Und jetzt kommen wir noch zu einem finalen KISS-Buch. Das ist aber gerade erst erschienen, deshalb meine Aussage von vorhin. The Sky in Your Eyes, da habe ich euch auch schon von erzählt, dass ich es mir gekauft habe. Es geht hier um Body-Shaming und deshalb wollte ich es unbedingt lesen und hoffe einfach, dass es nicht nur die ganze Zeit darum geht, dass die Protagonistin über sich selbst und ihren Körper jammert. Weil, ja, von Jammern wird die Welt auch nicht besser. So handhabe ich das auch in meinem Privatleben. Versuche nicht den ganzen Tag nur zu jammern. Ja, mit diesem schönen Leitspruch, von Jammern wird das Leben nicht besser, beende ich auch das Video. Das waren meine 22 Bücher für das Jahr 2022. Ja, bin mal gespannt, wie viele davon ich schaffe. Vielleicht schaffe ich ja alle. Und dann sehen wir uns, denke ich, bei meinem 21 für 21 Video wieder. Oder bei meinem Tops und Flops 2021. Ich weiß noch nicht, welches davon ich vorher hochladen werde. Aber auf jeden Fall sehen wir uns hoffentlich bei meinem nächsten Video wieder. Falls wir uns vorher nicht mehr sehen, wünsche ich euch jetzt eine wundervolle Weihnacht. Genießt die Zeit mit euren Lieben. Genießt das Weihnachtsfest. Genießt das Essen. Genießt die gute Stimmung. Und dann hoffe ich, dass ihr reich beschenkt und glücklich bei meinem nächsten Video wieder einschaltet. Ciao!